Hallo allerseits, ich habe Feierabend. Schön. Wie war's im Büro? Ach, wie immer. Wir haben viel Arbeit. Und ich bin froh, dass ich jetzt bei euch sein darf. Bibi, was ist mit dir? Du bist ja so ruhig. Vorsicht, Bernhard. Ja, Vorsicht, Papi. Ich bin gerade extrem schwierig, findet Mami. Und ich selber auch. Was ist denn los? Bibi hat eine typische Ferienkrankheit. Du bist krank? Ja, sowas Ähnliches, Papi. Alle meine Freunde sind weg und ich habe Langeweile. Was? Den ganzen Tag schon, seit heute Morgen. Ja, aber Bibi, das ist doch die Gelegenheit. Für was? Du kommst morgen mit ins Büro. Darüber reden wir doch schon seit Jahren. Und noch nie hat es geklappt. Oh ja! Gute Idee. Da gibt's aber keine Langeweile, oder? Meinst du denn, dass ich dir dort was helfen kann? Langeweile gibt's bei uns ganz sicher nicht. Das kann ich dir versprechen. Oh, das klingt super, Papi. Das finde ich allerdings auch. Aber nur unter einer Bedingung. Was du willst, Papi. Jetzt machen wir uns einen schönen Grillabend. Gerne. Das klang doch super, oder? Ich habe Papi übrigens noch umarmt. Schließlich hatte er mich gerettet. Das dachte ich zumindest. Nein, ich war richtig davon überzeugt, zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Und total erleichtert. Schluss mit Langeweile in den Ferien. Gleich am nächsten Morgen saß ich neben ihm im Auto und wir fuhren Richtung Büro. Heute bin ich deine persönliche Assistentin, ja, Papi? So richtig meine ich. Oh, das klingt super gut, Bibi. Eine Assistentin wünsche ich mir schon lange. Die hilft, wo sie kann. Natürlich. Sie erkennt selbstständig, was zu tun ist und erledigt ihre Aufgaben schnell und gewissenhaft. Bibi, ich erkenne dich nicht wieder. Ich glaube wirklich, mir steht heute ein Traumbürotag bevor. Das glaube ich auch, Papi. Einfach großartig. Und weißt du, was du jetzt schon mal machen kannst? Was denn bitte? Aussteigen, wir sind nämlich da.